Hallo Leute, willkommen zur allerersten Runde Yu-Gi-Oh! Ja, wie ihr seht, ich spiele nicht alleine, oben rechts könnt ihr es lesen, der Chavis ist auch noch dabei. Genau. Und wir haben schon ein paar Aufnahmeversuche gemacht, schon seit 2-3 Tagen. Aber es bei mir ist immer abgestürzt oder es war irgendwie irgendwas los. Und jetzt hoffentlich können wir das endlich mal hochladen. Wir haben schon ein bisschen was gemacht. Er hat ein Deck für sich entdeckt. Ich habe ein Deck für mich entdeckt. Mein für mich entdecktes Deck spiele ich jetzt nicht, weil Tonfasser was gegen hat. Weil ich mein Deck ein bisschen testen möchte. Ja. Und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Also, ja, okay. Er darf jetzt auch schon wieder anfängt. Er fängt an, schätze mal. Wer es noch nicht kennt, dieses Spiel, okay, Yu-Gi-Oh! Kennt wahrscheinlich jeder, aber wer dieses Spiel halt nicht kennt, es ist komplett Free-to-Play. Es war ein bisschen kompliziert mit Runterladen und sowas, aber es macht, es ist halt so. Man kann sich komplett sein Deck komplett so zusammenstellen, wie man möchte. Und, oh Gott, oh nee, die ist eh gegen diese Wave-Motion-Cannon. Na gut, man kann sich jetzt ein Deck so zusammenstellen, wie man möchte. Ja, man kann praktisch alle Karten nutzen, das ist sehr, sehr geil. Ja. Es ist halt nach den Originalregeln, nach den Originalbands und Limitations zur Auswahl. Es sind sämtliche Limitierungen, die rausgebracht wurden. Natürlich wird häufig die Limitierung, die neueste Limitierung gespielt, also momentan vom 1.3.2013. Ja. Jo, ich bin schon in der zweiten Runde. Problem ist, nach 4 Runden bin ich tot. Nach 3. Ich habe zweimal Wellenbewegungskanonen. 3 Runden von mir und du bist tot. Ja. Ja. Ich hab zwar schön meinen Final Counter, dass ich nach 20 Runden gewonnen habe. Das Problem ist, dass ich von den Karten innerhalb der nächsten 4 Runden sterbe. Das ist schon ein bisschen bitter, ne? Also die Karte habe ich auch gefunden, als ich gegen einen gespielt habe, der das gemacht hat. Ja, das war schon ziemlich cool. War sehr, sehr cool. Es gibt wirklich einige richtig geile Karten. Ja. Die hauen das Deck richtig raus. Und ich wurde schon mal gegen von einer Exodia vernichtet. Es gibt hier ein vorgespieltes Deck, wo man halt die Karten abwirft und abwirft und abwirft und abwirft und das in der Dauerstärke, sodass man praktisch in einer Runde an Exodia rankommt. Wer Interesse hat, der Link steht unten in der Videobeschreibung. Ja, den werde ich auf jeden Fall reinstellen. Einfach mal angucken, anklicken, vielleicht gefällt es euch. Ich finde es jedenfalls ziemlich cool. Aufbereitet auch mit der Umgebung. Es sieht anfangs ein bisschen kompliziert aus, aber ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe die Karte nicht dabei, an die ich gerade gedacht habe. Welche wolltest du denn? Du kriegst in der Runde keinen Schaden. Ah, okay. Weil es überall nur Kampfschaden ist. Ja. Die ich hier zwischen habe. Was natürlich geil wäre, wäre jetzt der. Nicht der Typhoon. Oh Gott, ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt. Damit kann man halt alle Magie-Karten zerstören, die auf dem Spielfeld liegen. Das wäre hier auf jeden Fall der beste Counter. Guck mal, ist das intelligent? Das ist natürlich geil. Ja. Nicht wundern, warum ich gerade ein bisschen nuschel. Ich esse gerade die längste Praline der Welt. Ja. Ja. Nee, ich esse gerade ein bisschen Chips. Also Chips. Die gut und günstig Dinger. Guten Appetit. Danke. Oh Mann. Nein, ich will nicht wieder anketten. Ich kette dich gleich an, Spiel.
bin mal so nett. Wuhuhuhu. Du hast keine Battlefahrt. Und nur aktivieren, wenn die Leistungsmonster erschienen sind, wenn du scheiterst. Okay. Na. Wuhu. Ja. Und wetten, jetzt kommt eine neue Kanone? Nein. Wuhu. Kriege ich die Karte nicht jetzt? Theoretisch ja. Oder da fehlt noch eine Runde, das kann auch sein. Go, go. Ja. Go, go. Ok, ok. Oh, ich habe einen Fisch gefunden. Tja, aber welcher Fisch? Und Grünkurs, gab Fisch. Tonfassung. Ja. Okay. Oh, Was hast du jetzt gefunden? Was für ein Fisch? Keine Ahnung. Ich habe hier in meiner längsten Praline in der Welt, wenn man dafür keine Werbung machen. Habe ich einen Fisch gefunden. Den Onkorhynchus Herkerfisch. Weiß Bescheid. Ben. Ja. Hat sich irgendwie nicht gebracht, ne? Worauf ist das Deck, was du gerade spielst, eigentlich ausgelegt? Lebenspunkte abziehen und mir zugeben. Achso. Jetzt hast du die Karte. Du wolltest ja keine XYZ-Beschwörung haben. Ja, nee, ist ja auch okay. Warte, warte. Warte, 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 warte. Nehmen wir mal so. Warte, 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 warte. Juhu, ich bin schon eine Runde 7. Ja, das ist wirklich, wirklich gut, ne? Ja, nee. Ich frage mich, was passiert, wenn das zu Ende läuft. Dann habe ich gewonnen. Das ist über Exodia. Ja, aber was steht da? Durch den Effekt von Dingens oder ja, was steht da? Du bist zerstört worden durch den Final Counter. Cool. Du kannst Monster mit alles klar. Ja, die Hälfte ist rum, wa? War noch nicht ganz. Kann es sein, dass du gar keine Monster drin hast? Doch. Ach Mist, verklickt. Egal. Ist egal, hier bitte sehr. Sehr schön. Ja. Hast gesehen. Wenigstens konntest du sehen, was ich mache. Ja. Und davon habe ich 3 Stück drin. Mal gucken, ob das funktioniert. Bin ich gespannt. Ja, das interessiert mich gerade, ob das funktioniert. Ach. Ah, okay. Dritte Kanone? Was sag ich? Ja, gut. Ja, als ob das was bringt, ey.
als ob das was bringt, ey. Tippbeschwörung. Bitteschön, 1000 weniger. Warte, ich will wissen, ob das funktioniert. Weil die Falle wirkt, bevor deine Karte wirkt. Das heißt, ich wechsle wieder in Verteidigungspunkte setzen. Ah, okay. Ja, aber es ist trotzdem eine Flip-Beschwörung. Bestimmt ist ja nur Flip, weil er aus ins. Flip-Beschwörung ist Flip-Beschwörung. Ja, ja. Yay! Kuribo! Ich frage mich, was ich mit der Karte hier hinten machen sollte. Boah. Okay. Ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Da werde ich mal ein anderes Deck nutzen. Ich auch. Und wir sehen uns dann. Ciao, ciao.